Okay, Molly hinwerfen, rechts ins Wasser abhauen. So ist der Plan. Alles klar. So. Hallo Freunde! Na? Bock auf eine Grillparty? Komm her, ich hab sogar Feuer dabei. Geil, wir haben alle erwischt, bis auf den einen. So. Hau bloß ab, lass mich in Ruhe. Renn zu deinen Freunden, ist mir scheißegal. So. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er hat Angst gekriegt und ist weggelaufen. Ich rüste trotzdem mal lieber die Axt wieder aus. So, da. Ne, der rennt noch. Gut, dem könnte ich natürlich jetzt Fell über die Ohren ziehen, das wäre egal. Die zwei sind ja tot. Ah, die alte lebt noch, die atmet noch. Komm, ich zieh dir das Fell über die Ohren. Du kleiner Scheißer. Hast du da überhaupt für einen blöden Hut auf, hä? Interessiert keine Sau. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, weil der zerfliegt nicht. Doch jetzt. Oh, Wahnsinn. So, die Alte lebt noch. So, zurück zu Germany's Next Topmodel mit dir. Tschüss. So. Puh, so, der hat gesessen. So, jetzt erstmal schnell meine Hütte fertig bauen, sonst bevor hier die nächsten angescheißert kommen. Alter, so, was brauche ich denn hier überhaupt noch? Ach so. Ach, Mann, scheiß Häschen. Wo sind denn die? Ach so, hier. Alter, alter, alter. Gut, das hat ja schon mal ganz gut geklappt, zumindest mit dem Molly und mit der Axt gerade. Waren hier nicht noch mehr Baumstämme? Habe ich hier wirklich nur zwei gerade oder noch einen gehabt? Das wäre natürlich blöd. Kann auch sein, dass die anderen wieder weggerollt sind. Das ist natürlich schlecht. Oh, Mann, ey, das regt einen echt auf. Die wären jetzt auch nicht mehr weggegangen. Klar, kannst du doch einen drauf lassen. Die haben wahrscheinlich auf uns gewartet. Also, man kann die auch zu intelligent machen, liebe Entwickler. Nur mal so am Rande. So schön das auch ist, dass die Intelligenz verbessert wurde, aber irgendwie gerade ein bisschen nervig. Ja, ich feinde ja gleich was zu Eat, aber erstmal muss ich hier bisschen Baumfellarbeiten machen. So. Ah, der fällt ja wieder super um. Genau in den Wald rein. Genau da, wo ich nicht hin will. So. Vielleicht hätte ich ihn doch einen mit dem Baumstamm überziehen sollen eben, aber naja. Egal. So, wir brauchen immer noch Steine. Aber hier liegen ja zum Glück welche rum. Oh, da haut schon wieder einer ab. Da haut schon wieder einer ab. Ich könnte natürlich auch, wenn wir das vor fertig haben, das werde ich auf jeden Fall machen, eine Falle davor bauen. Also vor den Eingang. Dann können die uns ja theoretisch nicht mehr behelligen. So, jetzt brauche ich nur noch ein Lock brauche ich noch. Ich glaube, da lebt noch einer. Warte mal, hier so erstmal einen Stein mitnehmen. Und dann gehe ich auf jeden Fall erstmal pennen, bevor hier der nächste Trupp angescheißert kommt. Alter, war es das schon? Muss ich jetzt noch einen Baum fällen? Oh, nee. Ich dachte, hier wäre noch einer übrig. Scheiße. Naja, ich war auch wieder sehr intelligent und habe nicht gesehen, dass. Oder? Ach nee, ich dachte, das wäre so ein Mahnmal von denen. Das sah gerade im Moment so aus. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Scheiße. So, komm, wir müssen schnell den letzten Baum hier fällen und dann ab ins Heiherbettchen. Bevor der nächste Trupp kommt. Übrigens, wenn ihr gute Stellen kennt zum Campen, ich bin für Vorschläge offen. Also definitiv, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn das hier eine Scheißstelle ist, dann werde ich definitiv so schnell wie möglich weiterziehen und woanders bauen. Dann ist mir das egal. Weil ich werde das definitiv mal beobachten, ob die hier. So, und wir sagen erstmal gute Nacht. Und wir haben immer noch Nacht, das heißt, wir schlafen nochmal. Gut, die Sonne geht wieder auf, das ist schön, wunderbar. So, wir sollten aber jetzt auch mal, glaube ich, so langsam aber sicher mal ein Lagerfeuer bauen.
So, wir hatten ja gesagt, ich ziehe hier die Wand drüber. So, dann haben wir hier ungefähr da so die Mitte. Ja, ich würde sagen, hier so hin, ne? Das sieht gut aus. Machen wir doch hier einfach mal eine Feuerstelle hin. Hier so hin. Ja, das ist gut. So, 7 Stones brauche ich. Ein Glück mangelt es nicht an Steinen. Und gut, dass wir jetzt wieder gespeichert haben. Das finde ich schon mal sehr gut. 7 Steine braucht der Mann. So, Stein Nummer 4. Ach, hier liegen ja alles. Hier liegt ja alles voller Steine. 5, 6, 7. So. Da haben wir doch genug Steine. Sehr gut. So, die Eingeborenen haben wir, wie gesagt, gekillt. Da liegt noch der Rest. Oh Mann. So. Erstmal schnell ein Lagerfeuer gebaut. Ach, noch einer. Ich habe doch noch einen in der Hand. Hallo. Kann er den Stein mal bitte ablegen? So. Was fehlt denn da? Ach, ein Stick fehlt noch. Ah. Ein Stick. Ich habe mich verguckt. So, und Sticks waren hier ja auch. Irgendwo hier unten am Hang lagen noch welche, habe ich eben gesehen. So, hier irgendwo, da, so, da war hier nicht einer. Habe ich das nicht eben gesehen? Lag hier nicht einer rum? Sonst muss ich tatsächlich nochmal in den Wald. Da vorne sind zwar auch Sticks, aber das sind die großen Zahnstocher. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Erst gleich wieder. Nee, okay, dann. Ja, dann tun wir da. Warte mal. Ist das? Doch, ich habe mich noch nicht verguckt. Das ist so ein Ding von denen. Und wenn mich nicht alles täuscht und wenn das so ist, dass das hier ihre Routenstöcke sind, dass die hier immer herlaufen, dann ist natürlich Polen offen. Dann habe ich hier einen super Spot. Scheiße, wir können das Ding nicht abholzen. Verdammt. Das ist natürlich scheiße. Das ist Mist, sage ich ganz ehrlich. Also ich weiß es ja nicht, ob es ein Spot von denen ist. Keine Ahnung. Bin ich mir noch unsicher, um ehrlich zu sein. So, machen wir erstmal Feuer an. So, da kommt das Kaninchen schon fast von selbst ins Feuer gehoppelt. So, es gibt heute Lizard. Lizard vom Grill. An Zigeunersoße. Weil hier ja so viele Zigeuner rumrennen. Entschuldigung. Das war nicht lustig. So, jetzt gehe ich erstmal hin und baue mir wieder meine Wand, würde ich sagen. Ich lasse mich hier nicht entmutigen. Wir machen einfach mal weiter. So, wo waren denn? Hier war das. So, Defensive Fall. Ich lasse mich doch nicht hier von so einem Trupp Eingeborener einfach mal so ausbremsen. So, die Welt wurde auch nicht in einem Tag erschaffen. Genauso wenig wie das Lager, was wir jetzt hier bauen. So, mal gerade gucken, dass der da nicht rein kann. So. So, dann ist das auf jeden Fall zu. Gut. So, dann dürfte da keiner mehr reinkommen. Und jetzt habe ich. Ja, jetzt kann ich ja bis zu dem Baum theoretisch gehen. Alles klar. So. Alter, wie es hier aussieht. Gut, dass ich die davor getötet habe, sonst hätte ich gleich die ganzen Arme in meiner Wohnung liegen. Ich stehe ja nicht so unbedingt auf Arme und Beine in der Wohnung. Also zumindest nicht, wenn sie gelöst vom Körper irgendwo rumliegen. Aber keine getrennten. So. Da liegt noch einer, den haben wir da vergessen. Ja, und das kann natürlich sein. Ich weiß noch nicht, was diese Totems zu bedeuten haben, die hier überall stehen. Ob es da verschiedene Bedeutungen gibt. Denn, wie gesagt, jetzt sind schon zweimal, ist hier schon ein Trupp hergelaufen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein. Ja, ob das denen ihre Route ist, die dann hier laufen. Da werde ich mich aber, glaube ich, nochmal schlau machen. Denn das möchte ich schon gerne wissen, weil sonst habe ich hier einen vorgebaut und kriege hier alle 5 Minuten Besuch. Und das will ich natürlich nicht. So, wir fällen jetzt erstmal ein paar Bäume.
so quasi auf Vorrat. Und dann kann ich mir die Sticks ja dann nach und nach holen. Weil sonst dauert mir das immer irgendwie zu lang. So, komm her. Jawohl, so, Nummer 1. Ich weiß natürlich auch nicht, ob wir da Aufmerksamkeit erregen, wenn wir hier ständig Bäume fällen. Ach, das ist doch echt nicht wahr. Also ich glaube, Jörg Kachelmann hätte hier seine wahre Freude, wenn er hier Wetter vorhersagen müsste. Dann wäre der Mann hier, glaube ich, am Verzweifeln. Denke ich mal, dass das so wäre. So, und offensichtlich macht es nichts, wenn der Baum direkt über uns zusammenfällt. Alter, ich hau hier unten rein und da oben. Naja. Wie gesagt, wir wollen uns ja nicht hier über die Alpha aufregen. Es ist, wie gesagt, noch eine. So, noch lassen Sie mich ja in Ruhe, obwohl ich hier wirklich jetzt gerade riesig Krach mache. Wie ein Weltmeister. Oh, ich sehe gerade. Moment. Was? Was ist das denn? Jetzt habe ich versehentlich den Arm hier. Alter, kann ich da. Was ist das denn? Alter! Jetzt habe ich die. Warte mal. Entschuldigung, Leute. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, nein. Warte, kann ich das als Waffe benutzen tatsächlich? Ich kann mit dem Fuß zuhauen. Kann ich damit Baum. Diese Geräusche. Okay, also wenn man mit dem Fuß auf einen Baum schlägt und mit dem Fußnagel trifft, hört sich das wahrscheinlich so an. Nein. Alter, dieser Fußnagel. Ich muss sofort wieder auf die Axt wechseln. Alter, ist das eklig. Ich wollte. Ach so, ich weiß jetzt auch, was ich vorhatte. Ich wollte eigentlich einen Energieriegel essen. Alter, ist das ekelhaft. Bah, man kann die Füße als Waffe benutzen. Also glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal probieren, einen Eingeborenen mit seinem eigenen Fuß zu erschlagen. Um Gottes Willen. Also langsam kommen mir hier gewisse Dinge etwas makaber vor. Aber nur etwas. So ganz dezent. Hallo Lizard. Tschüss Lizard. Alter, ich komme auf das nicht klar mit dem Fuß. Ich komme da voll nicht drauf klar gerade. Ach du Scheiße, man kann echt mit den Gliedmaßen zuschlagen. Also, naja. Sollte man aber nicht zu lange im Rucksack lassen. Ich glaube, irgendwann, ja. Das fängt doch an zu schimmeln und zu stinken, oder? Schön, dass unsere ganzen guten Baumstämme da unten ins Wasser gerollt sind. Oder zumindest in die Nähe vom Wasser. Toll. Sehr richtig klasse. Ja, und die Lizards können auch Bäume hochklettern. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, das sieht schön aus. Haben sie sich schön überlegt, das Ganze. Ist ja auch realistisch. Also, normalerweise, Eidechsen krabbeln ja auch auf Bäume. Also, das ist schon. Ey, du sollst jetzt. Also, du sollst jetzt nicht hier den Arm aufnehmen. Du sollst bitte die. Danke. Mein Gott. Also, manchmal. So, Katsching, den kannst du jetzt aber trotzdem mal droppen. Oder geht das jetzt nicht? Egal, ich kann ja auch erstmal. Alter, wie makaber ist das denn bitte mit diesen Händen und Füßen? Ob man Kopf auch als Waffe benutzen kann? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht rausfinden. So, dann machen wir da jetzt schon mal zu. Ich denke, das ist ganz gut, weil dann können die da uns schon mal nicht mehr sehen. Halt! Haltet ihn! Moment, ich tu mal kurz sprinten. So. Ach, Gott sei Dank. Weil die Baumstämme machen sich hier nach und nach selbstständig und das will ich natürlich nicht. So, und noch haben wir Ruhe. Ich sollte die Zeit nutzen, solange wie ich Ruhe habe. Schnell es geht, hier mein Fort auszubauen. Schön, dass die hier alle so weit verstreut liegen. Das war eigentlich nicht so gedacht, aber naja. Ich sammle erstmal die, die am Waldrand liegen, damit wir die schon mal da weg haben. Dann können wir hier nämlich schnell weiterbauen. Na komm. So. Einen brauche ich noch. Dann bleibt wieder einer übrig.
Ach, hier liegen ja noch jede Menge. Ich habe ja 5 Bäume oder so gefällt oder 4, ich weiß gar nicht wie viel. Dann kriegen wir das Fort doch schon fast komplett fertig mit, würde ich sagen. So, mal gerade schnell noch was essen. Oh, wir haben. Wo haben wir denn eben Rüstung eingebüßt? Guck mal, der kann sogar freihändig tragen. Geil! Oh Mann. Wahrscheinlich hatte die sich auf dem Kopf festgebunden oder so. Ich weiß es ja nicht. So, sollen wir noch einen weitermachen? So bis zu dem Baumstumpf. Dann haben wir relativ viel Platz in unserem Fort. Weil man kann ja noch mehr tolle Sachen bauen. Ich habe gesehen, hier gibt es noch Garten und sowas und ein Rabbit Cage und sowas. Das kann ich nämlich alles dann hier erstmal reinstellen. So, das geht auch noch hier so hin, da, so, ja, das sieht gut aus. Alles klar. So, und dann machen wir, wie gesagt, zu. Und dann sollte das geklappt haben. So. Bin auch froh, dass wir gerade noch ein bisschen Ruhe haben hier von den ganzen Patt- und Patterchens hier, von den Hottentotten hier. Die kommen zum Glück jetzt gerade nicht. Das soll mir auch egal sein. Ich renne einfach mal ein bisschen jetzt hier, damit wir ein bisschen schneller sind. Ich will das Ganze nämlich noch bei Tageslicht halbwegs zu Ende bringen. Und da den Baum da vorne, den werde ich glaube ich auch noch fällen. Aber da warte ich erst noch, bis ich halbwegs das Fort befestigt habe. Denn ich will ja wie gesagt nicht, wenn die von Bäumen runterspringen können, dass sie mir einfach ins Lager hüpfen. Da hätte ich ja dann nichts von. So, ihr seid ja immer noch nicht da, ne? Ihr seid weg und bleibt auch weg und lasst mich in Ruhe. Das ist sehr gut. So, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So, wenn ich jetzt hier rüber baue, kommt mir irgendwas in die Quere. Ja, gut, diese Astwurzel da, aber das ist egal. Das stört ja nicht weiter. So. Wall with Window. Ja, bauen wir doch mal eine Wall with Window. Oder wenn ich die baue, ist das dann irgendwie. Ach, jetzt wird das wieder so schräg hier, ne? Das ist ja wieder doof. Moment. Das wird damit auch schräg, das ist eigentlich egal. Ah, ich wollte doch mal eine gerade Wallwand bauen hier. Es geht doch schon wieder alles nicht. Scheiße. Blöd. Weil hier wieder so, das ist wieder so schräg alles hier. Das ist doch, warte mal, so hier so. Weil es hier wieder so abschüssig ist natürlich. Hier geht's wieder bergrunter. Naja, gut. Ist halt so. Und bei Wall with Window, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob dann da Gitterstäbe vor sind oder ob das offen ist und ob die da durch können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Sollen wir es mal ausprobieren? Weil ich will ja wissen, was draußen abgeht. Weil nicht, dass sie dann sagen, ja, hey, ein Fenster und hups, und dann stehen sie mir im Lager. Und das will ich natürlich nicht. Das will ich natürlich auf keinen Fall. Aber dann andererseits hätte ich dann da schon Fenster hinmachen müssen. Damit ich was sehe. Naja. Gut, wir probieren es, glaube ich, gleich mal aus. Ich mache mal vorne zum Eingang einfach ein kleines Fenster. Wenn das nicht geht, dann setze ich einfach eine Defense Wall davor. Und dann ist das ja theoretisch zu. Sollte man meinen. Ja. Gut. Der steht auch ohne Körper. Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen schräg gebaut hier, oder? Nö, eigentlich doch relativ gerade. Gut. Ist eigentlich okay. Und dann mache ich, wie gesagt, vorne eine Falle vor die Tür. Weil, wie wir ja schon festgestellt haben, baut er ja keine Tür rein, die man zumachen kann. Er lässt ja einfach vorne offen. Das ist sehr sinnlos. Weil die können natürlich da durch. Na komm. Kitsching. So, dann machen wir so hier nach der Astwurzel, denke ich, den Eingang. Und ziehen dann hier wieder rüber. Würde ich fast sagen. Na, Buck, geh doch auf. Ah, jetzt, so. Wie hoch ist denn die Wall with Window? Ist die genauso hoch wie die Defense Wall? Naja. Es geht, ne? Eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob man da durch kann, ne? Das ist jetzt die Frage. Also, ich hoffe es ja nicht. Ich probiere es gleich mal selber aus, indem ich durchgehe. So, gerade mal eine Kleinigkeit essen. Ah, ein Riegel noch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich die ganzen Riegel jetzt aufesse. Ach, was mache ich denn?
So, ich wollte hier nämlich eigentlich ins Inventar und wollte meine. Die Axt ist schon wieder weg. Scheiße. Ja, gut, dann nehme ich jetzt die. Ist auch egal. Ich weiß nicht, wo die schon wieder abgeblieben ist. Irgendwo habe ich sie eben wieder verloren. Ich könnte natürlich auch die Schläge zählen, die ich brauche, um so einen Baum zu fällen. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das jetzt hier schneller oder langsamer geht. Aber ich kann beim Baumfällen jetzt nicht sagen, dass die Steinaxt da schneller ist. Oder? Ich meine, das ist natürlich auch ein super dicker Baum hier, aber nee, eigentlich, ich finde so vom Empfinden her, finde ich, tun sich die beiden da gar nichts. Ach du lieber Gott. Ist der aus Gummi? Ist wahrscheinlich ein Gummibaum. So, jetzt fliegt hier der ganze Rest natürlich. Wo ist denn der Rest gelandet? Ihr wollt mir noch nicht erzählen, dass es das nur einen Baumstamm gegeben hat. Oh ne, den kann ich nicht nehmen, oder? Ach nö. Ach nö. Die Bäume, die Baumstämme sind in den Fels geglitscht. Scheiße. Ach Mann, sowas Blödes. Ah. Sowas liebe ich ja nicht. Mist. Jetzt muss ich doch wieder hier vorne fällen. Naja, gut, okay. Ist halt so. Das ist ja blöd. Was blöd ist. Gut. Ich denke, ich werde dann jetzt auch noch den Wall da gerade fertig bauen und dann soll es das erstmal dafür gewesen sein. Ach, da liegt ja auch noch einer, sehe ich gerade. Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ja ganz vergessen. Alter, wie der Lizard da hängt. Finde ich ja schon irgendwie nice. So. Ching. So, komm her. Wenn wir dich schon vergessen haben hier, dann nehmen wir dich natürlich auch sofort mit. So, von hier sieht man schon mal nichts. Das ist sehr gut. So, wo ist der andere hingerollt? Darunter. So, den, der da rollt, den hole ich erstmal als erstes, damit er mir nicht ins Wasser fällt. Alter, dieser Fuß. Hätte gerade fast gedacht, da steht einer. So, wenn ich jetzt hier ein Eindringling wäre. Holla di ho, alles klar. Wir springen sogar leicht zurück, wenn wir da versuchen reinzuhüpfen. Alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich fast sagen, machen wir jetzt noch eine normale Wall hin. So, hier daneben. So, so, warte mal. Nee, da, ah, nein, das habe ich schon ärger. Ah, nein. Die war leider ein bisschen schief geworden. Ich wollte die eigentlich noch ein bisschen gerader hinstellen, weil jetzt haben wir hier so einen Knick drin. Scheiße. Ah, Mist. Naja, egal. Man kann die leider nicht wieder lösen, die Blueprints. Das wird wahrscheinlich später noch kommen. Als Funktion, das geht momentan noch nicht. Ich könnte natürlich noch eine zweite dahin machen, aber dann setzt er natürlich random die Baumstämme wahrscheinlich einmal in den einen ein und in den anderen. Das will ich jetzt auch nicht. Außerdem habe ich dann ständig diesen weißen Blueprint da drin. Und ich lege auch so viel Wert auf Ästhetik. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie wichtig mir das ist, dass das alles symmetrisch ist und, ah, und dass das Feng Shui stimmt. Das ist das Allerwichtigste. Ist mir so egal. So. Aber Hauptsache, es ist ein bisschen gerade, also nicht so schief und krumm. Und ich meine, es geht zwar da ein bisschen den Berg ab, aber es ging mir bei dem anderen eigentlich darum, dass man da unten ja rein konnte. Und das war natürlich blöd. Na, jetzt komm, mach doch mal hier da drüber. So, alles klar. Ich habe mich schon wieder festgebackt hier. Mann. Wer legt denn hier auf so einen scheiß Baum hin? So. Wump. So, Hämmer, Hämmer. Ich frage mich auch, wo er die ganzen Nägel her hat. Naja, theoretisch Fußnägel hat er ja. Lecker. So. Ich bin hier auch gerade richtig mutig, ne? Ich hüpfe hier in den Wald rein. Dum-dum-dum. Achte hier nicht weiter auf irgendwas und wahrscheinlich werde ich gleich wieder von hinten angefallen. Weil ich hier wieder nicht drauf achte, ob die aus dem Wald gescheißert kommen hier. Aber bis jetzt ist es ja verdächtig ruhig. Ich hätte jetzt fast gesagt, zu ruhig. Was mich ja auch mal interessieren würde, das habe ich noch nicht gelesen. Muss ich mal noch machen. Ob die nachspawnen, ja? Oder ob die hier irgendwann wiederkommen oder ob wir einfach alle töten können. Und dann gibt es einfach irgendwann keine mehr. Aber das wäre ja zu einfach. Andererseits, naja, gut, wenn das Spiel sowieso irgendwann zu Ende ist.
Ah, Lizard! Alter! Ich krieg hier irgendwann noch einen Herzinfarkt. Alter! Fällt da einfach mal so ein Lizard vom Baum? Boah! Hilfe! Der ist jetzt auch noch irgendwo da gestorben, wo. Ach nee, okay, wir können ihn doch noch mitnehmen. Gut. Boah, da haben sich mal kurz die Nackenhaare aufgestellt bei mir jetzt, um ehrlich zu sein. Meine Güte. So. Ja, das sieht doch richtig scheiße aus. Gut, kann ich hier durch? Nee, ich kann aber nicht hier durch. Ja, dann haben wir da halt noch so ein Guckloch irgendwie. So. Dann kommt jetzt die Tür. Würde ich sagen. So, mal schnell aufs Book. So, Wall with Door. Ja, wir wollen ein Door. So, jetzt nicht wieder zu früh E drücken. Erstmal schön rotaten das Ganze. So, und dann hier dran so. So da dran. Ups. So, das sieht gut aus. Wird ja auch wieder gerade jetzt hier. Ah ja, die können also von Rückwärts- auf Vorwärtsantrieb in Sekundenschnelle umschalten. Das ist natürlich zum Ausweichen von Feinden oder vor Feinden ist das natürlich super. So. Die nehmen wir alle noch mit. Dann ist unser Eingang gleich schon fertig und ich glaube, ich werde mir mal gleich einen Lizard auf den Grill legen, damit unsere Energie wieder voll wird. Aber ich hole gerade noch die zwei Stämme da unten. Dann ist nämlich unser Eingang fertig. Ja, er schnauft auch schon, weil natürlich die Energie jetzt hier auch ein bisschen zur Neige geht. So, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, unser Haus. Ist zwar schief und krumm, aber. Katsching! So, dann machen wir hier mal gerade ein bisschen Feuer. So, da ist unser Feuer. Oh, der ist ein Stein in der Hand. Und warum fällt hier ein Fuß runter? Ich frag einfach nicht. Es ist einfach toll. So, da rüsten wir uns mal gerade wieder damit aus und legen mal einen Lizard auf den Grill. So. Machen wir noch ein bisschen Feuer und winken mit dem Fuß zu Gruße in den Nachthimmel. Guten Tag. Bitch slap. Oh Mann, ey. Ich will diesen Fuß einfach weglegen. Ich will den nicht haben. Komm, nimm die Axt. Danke. So. Ich baue, glaube ich, mal gleich so ein. Wie heißen die Dinger? So ein Effigy. Aber das mache ich erst, wenn ich mein Lager fertig habe, denke ich. So. Hase! Na, jetzt! Hase! Ah, ja, jetzt. So, den Stein möchte ich eigentlich wieder weglegen. Moment. So, soll ich jetzt erstmal schlafen gehen? Ich glaube, wir gehen erstmal schlafen. Ja, wir gehen erstmal schlafen. In der Hoffnung, dass es morgen ist. Es ist morgen. Ja, gut. Und die weitere Hoffnung, die ich natürlich habe, ist, dass wir jetzt auch weiterhin noch verschont bleiben, weil ich muss hier noch definitiv ein paar Defensive Walls reinzimmern. Das, ihr Lieben, machen wir aber in der nächsten Aufnahmesession, denn ich mache jetzt erstmal eine Pause und wir sehen uns dann entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann.